Mit sehr schönen Erinnerungen im Gepäck haben wir den Gardasee verlassen und reisen nun in Venedig ein. Venedig ist eine auf der Welt einzigartige Stadt, die jeder einmal besuchen sollte. Jedes Mal, wenn wir nach Venedig zurückkehren, wird es diesem Ort aufs Neue gelingen, uns mit den Emotionen und der Atmosphäre, die er hervorruft, ins Staunen zu versetzen. Die Zeugen seiner fabelhaften Vergangenheit. Straßen, Gassen, Brücken, Plätze und Höfe werden nie aufhören, uns zu bezaubern. Venedig ist das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel. Und im Sommer ist die Stadt besonders überlaufen. Der Dogenpalast beginnt am Canale Grande und ist das Verbindungsglied zum anschließenden Markusdom. Der Markusplatz ist das Herzstück von Venedig. Der Platz ist, wie nahezu die gesamte Innenstadt, eine einzige große Fußgängerzone. Der schönste Festsaal Europas, wie Napoleon ihn nannte, wird von Touristen, Fotografen und Tauben bevölkert. Hier trifft sich die gesamte Welt. Ein weltbekanntes Wahrzeichen von Venedig sind die Gondoliere. Sie führen die Touristen auf eine romantische Art durch die vielen verzweigten Kanäle der Stadt. Thank you.
Wir haben die Touristenmetropole rund um den Markusplatz verlassen. Auch hier in Venedig kann man echten italienischen Flair begegnen. Hier pulsiert das Leben. Geschäftliches Treiben findet, wie nicht anders zu erwarten, in den schmalen Gassen und auf den Kanälen statt. Das typische italienische Leben findet nicht im Zentrum von Venedig statt. Um zu entdecken, wie die Einwohner von Venedig leben und arbeiten, muss man abseits der touristischen Attraktionen auf Entdeckungsreise gehen. Hier begegnen wir den hart arbeitenden Italienern. Yeah.
Bergbau, die Bergsirene tönt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montage. Alle Transportarbeiten müssen auf den schmalen Kanälen der Stadt ausgeführt werden. Es ist nicht einfach, die großen Lastkähne durch die engen Stellen zu manövrieren. Selbst das italienische Fernsehen findet die Arbeit der Venezianer so interessant, dass es einen Film darüber dreht. Zum Abschluss werfen wir noch einmal einen Blick über die Lagune von Venedig und genießen die Skyline der Stadt. Venedig ist eine der schönsten und interessantesten Städte der Welt. Es fällt immer wieder schwer, Abschied zu nehmen. Aber unsere Urlaubsreise geht noch weiter. Weiter nach Tirol in Österreich. Genauer gesagt ins Gschnitztal. Da, wo die Kühe noch Vorfahrt haben. Eines unserer liebsten Wanderziele ist die kleine Wallfahrtskirche St. Magdalena, inmitten einer herrlichen Berglandschaft gelegen. Komm zurück! Gut, komm zurück! Wurde mir hier abstürzt. Sehr schöne Wanderwege führen uns ans Ziel. Eine Abkürzung über die Kletterwand wurde mir leider nicht genehmigt. So nahmen wir schließlich den gemütlichen Weg mit viel Möglichkeiten uns zu erfrischen. Thank you.
Mitten in den Bergen haben wir die kleine Kirche St. Magdalena erreicht. Jetzt haben wir Zeit, uns die nächste Bergtour auszudenken. Wir sind nicht nach Tirol gefahren, um hier gemütlich spazieren zu gehen. Nein, wir suchen die Herausforderung. Die Gipfel der Berge sind unser Ziel. Auf 2080 Meter Höhe befindet sich die Elferhütte. Diese werden wir besuchen, um die herrliche Aussicht in das wunderschöne Stubaital zu genießen. Ein längerer Aufenthalt an der Hütte ist nicht geplant, denn unsere Bergtour geht weiter. Auf unserer Wanderroute begegnen wir Gleitschirmspringer, auch Fahrradleiter genannt, und beobachten, wie sie sich wagemutig ins Tal stürzen. Wir haben die Elferhütte hinter uns gelassen, wir haben die Paraglider hinter uns gelassen und wir steigen immer höher. Die Berglandschaft wird immer interessanter, aber der Aufstieg wird auch immer schwieriger. Wir haben eine Höhe erreicht, in der der Schnee immer mehr zunimmt. Das stürmische Wetter zwingt uns, die Tour abzubrechen und umzukehren. Wir genießen noch einen letzten Blick über die Berggipfel und dann geht es zurück ins Tal. In den nächsten Tagen lassen wir es bedeutend ruhiger angehen. Mit Sonnenschein und guter Laune wandern wir zu einigen Berghütten.
Hier genießen wir das herrliche Wetter und die gemütliche Atmosphäre der Bergwelt. Bevor wir uns aus Österreich verabschieden, machen wir einen Zwischenstopp in Innsbruck, der Hauptstadt Tirols. Die Maria-Theresien-Straße, früher der Marktplatz von Innsbruck, bietet seinen Besuchern ein imposantes Freilichtmuseum barocker Baukunst. Dieser Platz bietet einen der schönsten Stadtansichten der Welt. Ein magischer Anziehungspunkt von Gästen aus aller Welt ist die historische Altstadt von Innsbruck. Und das hat auch seinen goldenen Grund. Der schönste Erger der Welt zieht magisch die Blicke auf sich, besonders dann, wenn die Sonne das goldene Dachel zum Glänzen bringt. Innsbruck ist nicht nur architektonisch hochinteressant, sondern auch als Kulturhauptstadt hat Innsbruck einen guten Ruf. Hier ist immer etwas los. Voller Begeisterung zeigt die American Dance Group ihr Können. Es ist Zeit, in einem der vielen Straßencafés Platz zu nehmen und diese unbeschreiblich schöne Atmosphäre bei einem schmackhaften Eiskaffee einzufangen. Übrigens, hier gibt es den besten Eiskaffee, den wir je getrunken haben.
mit Blick auf Schloss Ambras und über die faszinierende Stadt Innsbruck nehmen wir Abschied von Österreich.